Jo, hallo alle miteinander. Jetzt folgt ein Erfahrungsbericht von einem Tierbiss, ja, wie der bei mir so abgelaufen ist. Und zwar habe ich mich da etwas in die Haare gehabt mit dem Doktor, der mich da behandelte, aber erstmal zur Vorgeschichte. Es war, wann war das eigentlich? 23.06. Also am 21.06.2017, ne, habe ich eine Freundin besucht, die hier in einem Haus nebenan gewohnt hat. Und die hat derzeit eine Katze gehabt namens Horst. Und die war ein halbes Jahr alt gewesen. Ne, das erste halbe Jahr nur Stubenkatze. Und da wollten wir sie das erste Mal an draußen die Natur ein bisschen gewöhnen. Ne. Da war so ein kleiner Garten dran gewesen, wo auch andere Katzen ab und zu mit drin gewesen sind. Da haben wir gedacht, das ist kein Problem. Ne. Dass die junge Katze wenigstens mal ein bisschen raus kann, die ganze Zeit in der Wohnung hocken muss. Also haben wir einen Horst mit rausgenommen. Und ja, da ist immer schön, wenn Tiere da das erste Mal die Natur so sehen, ne, die Tiere da zu beobachten und so. Naja, nach einer halben Stunde ist dann aber die Nachbarskatze, die eigentlich im Nachbargrundstück ihr Revier hat, in Horsts Revier gekommen. Ne, die war ungefähr im gleichen Alter gewesen. Und dann haben sie angefangen, diesen Katzentanz zu machen. Ne? Sind wie Kater gewesen, noch nicht kastriert damals zu dem Zeitpunkt. Und ja, da konnten wir halt, da braucht man gar nicht lang warten und dann ging es halt los. Ne? Ja, aber ich bin ja ein harmoniebedürftiger Mensch, ne? Und jetzt da einfach einen Horst drauf gehen zu lassen, wäre scheiße gewesen. Wenn Nachbarskatze passiert wäre, was passiert wäre, wäre es auch scheiße gewesen. Ne? Also irgendwie verhindern. Ja, habe ich mir gedacht, ne, werde ich wahrscheinlich in Zukunft nie wieder machen. Ja, angenommen, das ist jetzt der Horst, ne? Ja. Und hier ist jetzt so ein Zaunspfahl. Ne? Der Horst saß ja auf dem Zaunspfahl drauf und hier ungefähr saß die andere Katze und Horst hat die andere Katze im Blick gehabt. Ne? Gefletscht, Schwanz aufgebuschen. Ne? So, dann habe ich mir gedacht, so, bevor er jetzt losspringt, nimmst du. Ne? Und dann habe ich den hier so unten drunter genommen, ne, hinten am Arsch gefasst, hier unten drunter genommen und wollte mich so wegtragen. Tja, da der Horst mich aber überhaupt nicht hat kommen sehen, sondern die andere Katze die ganze Zeit im Blick hat, dann hat er gedacht, oh, was passiert denn jetzt? Und voll im Akro-Modus hat er dann praktisch hier volle Kanne in diesen Knorpel hier reingebissen, ne? Also von unten waren die Zähne alle zwei drin, von hier waren sie drin und die haben bestimmt bis zur Mitte drin gesteckt, so wie es sich kurzzeitig angefühlt hat. Ja. Am ersten Schockmoment spürt man natürlich keinen Schmerz, ne? Und ganz souverän dann die Katze, wo es hier drin gebissen hat, dann rausgetragen, ne? in ungefährliches Terrain, ja, und dann kam der Schmerz langsam sozusagen. Aber was mir da eher durch den Sinn kam, war gewesen, oh scheiße, das kann ja jetzt eine lustige Epi-Krise werden. Ja. Wer da ein bisschen fünf biologische Naturgesetze bewandert ist, ne, der weiß, wie so eine Heilung da normalerweise abläuft. Also ich habe mich schon darauf eingestellt, um jetzt erstmal die nächsten Tage müde zu sein, dann irgendeinen Anfall zu haben in irgendeiner Art und Weise, ob jetzt Fieber oder was weiß ich, keine Ahnung, darauf habe ich mich schon irgendwie eingestellt. Und danach nochmal müde zu sein und dann wäre das für mich gegessen gewesen. Ne? Ja, habe ich mir gedacht. Ja. Zwei Tage später, am 23., ne, ab und zu besucht man ja auch mal seine Mutter, ne, und seine Familie. Ja, und als meine Mutter das dann gesehen hat, ne, die Hand hat sich natürlich dann schön, ne, ist immer größer und größer geworden. Die Hand ist immer dicker und dicker geworden. Ne, und mit der dicken Hand, dann praktisch zwei Tage später, habe ich dann meiner Mutter Hallo gesagt und die ist ja fast in Ohnmacht gefallen, hat gemeint, ach du Scheiße, wie sieht denn das aus, ne? Du musst sofort zum Arzt. Da hab ich gesagt, oh, der will mir doch jetzt wieder nur eine Tetanusspritze einreden. Ne? Aber um des Frieden Willens, ne, mit der Mutti hängt man ja genetisch zusammen, ne, und wenn man mit der einen Konflikt hat, also mit der muss man ausstehen, ne, mit jedem anderen kann man irgendwie, scheißegal, außer mit deinem Partner und mit deinen genetischen engsten Verwandten, bist du so halbwegs im Reinen. Da hab ich gedacht, okay, also, du hast da halt den Gefallen, gehst zum Doktor und deswegen mal angucken. Ja, da hat die ihre Ruhe. Der Doktor kann vielleicht auch noch ein bisschen was lernen, wer weiß. Ja, und na, wenn irgendwas passiert, bin ich vielleicht auch auf der sicheren Seite. War gar nicht mal so dumm gewesen. Also zu meinem Hausarzt gegangen. Ne?
Und der hat das dann angeguckt, der hat auch schon große Augen gemacht, ne? Und dann natürlich gesagt, ja, sofort Tetanus-Impfung. Dann habe ich gesagt, nö. Dann hat er gemeint, was, wie jetzt? Nö, nö, das ist aber total gefährlich und da kann sonst was passieren. Und ne, dann kommen wieder diese Horrorgeschichten, die Ärzte halt lernen. Ne? Ich habe ihn gefragt, ob er sowas selbst schon mal live erlebt hat, dass dann jemand dran verreckt ist, der sich nicht hat Tetanus impfen lassen, musste er verneinen. Ne, er hat persönlich da noch niemanden kennengelernt, hat aber von Fällen gehört, wo und so weiter und so fort. Mir gingen dann die angeblichen Studien durch den Kopf, dass, ich weiß nicht, wann war das, im Jahr 2007 oder 2006, was ich da mal gehört habe, so eine Studie, dass 5 Leute in Deutschland gestorben sein sollen. An sowas, allerdings waren die 5 gegen Tetanus geimpft. Tja, okay, naja, jedenfalls mein Hausarzt hat dann auch irgendwie das Flattern bekommen. Und dem musste ich dann so einen Zettel unterschreiben, ne, dass ich diese Impfung ablehne. Ne, der wollte wirklich von mir, von meiner Person die Bestätigung, dass ich das auf meine Kappe nehme. Und er wollte, dass ich mich jeden Tag beim Chirurgen melde in einer näheren Großstadt, ne, der auch übers Wochenende Dienst hat, dass ich praktisch jeden Tag unter ärztlicher Beobachtung bin. Ja, das habe ich dann auch getan. Er hat mir dann noch Antibiotika aufgeschrieben. Und, na gut, Antibiotika, eine Tablette habe ich genommen, aber an selbigem Abend, ne, an diesem 23. oder nach, nee, einen Tag später war das dann gewesen, genau, am 24. kam dann die Epikrise, praktisch 21. war der Biss, am 24., 3 Tage später kam die Epikrise. So, und zwar habe ich mir ja gedacht, ne, das hat der Arzt mir auch irgendwie bestätigt, dass wenn der Horst jetzt mit seinen Zähnen hier reinbeißt, sind ja an seinen Zahnspitzen diese Bakterien dran, die normalerweise dafür da sind, das Fleisch gleich ein bisschen vorzuverdauen, wenn da irgendwie was fressen sollte. Also ziemlich aggressive Dinger. Und ein bisschen was hat der Körper schon geschafft, durchs Blut wieder rauszudrücken, aber einiges wird auch am Knorpel hängen geblieben sein, was jetzt praktisch noch in der Hand drin ist. So, jetzt müssen die Bakterien ja trotzdem irgendwo hin, die können da drin ja nicht bleiben, sonst vermehren sie sich und dann fällt ihr wirklich die Hand ab oder was weiß ich. Ne? Ja. Aber meinen Körper gibt es ja da auch noch, der auch noch ein paar Bakterien hat. Ne? Und normalerweise funktioniert der. Normalerweise. Ne? Wenn da nicht zu viel von außen im falschen Moment zugestichelt wird. Ja, ne? Wenn er komplett seine Ruhe hat, im Reinen mit sich ist, ne? Dann funktioniert der Körper. Also er funktioniert normalerweise immer für dich. Ne? Niemals gegen dich. Ne? Wenn, dann gibt es Sonderprogramme, die dich trotzdem am Leben halten in Extremsituationen. Aber im Endeffekt tut dein Körper nie irgendwas gegen dich, was er macht. Also so jedenfalls meine momentane Überzeugung. Ja. Und in dem Moment dachte ich mir da halt, ne, dass die Bakterien müssen ja dann, ne, wo sollen sie hin? Meistens zur Niere, müssen ja irgendwie zur Niere transportiert werden. Also habe ich mir schon gedacht, naja, da wirst du vielleicht ein bisschen Fieber haben, mal eine Nacht schwitzen, wo das dann alles hier lang geht. Ne? Haha. Wie es dann im Endeffekt wirklich abgelaufen ist, das möchte ich euch jetzt mal ein bisschen demonstrieren. Ne? Weil ich habe es auch sehr interessant gefunden, habe sowas vorher noch nie bewusst erlebt. Ne? Und vielleicht nimmt das dem einen oder anderen ja die Angst davor, weil das Schlimmste bei solchen Sachen ist Panikzack. Ne? Und durch diese Vorinfo mit den 5 biologischen Naturgesetzen hat mir schon mal ein bisschen Panik genommen. Und seinen Körper dann dabei live zu beobachten, ist echt extrem interessant. Und irgendwie belohnt einen der Körper dann auch, wenn er es durchgehalten hat. Ne? Also das passt alles, ist von der Natur echt genial eingerichtet, habe ich jetzt mitbekommen. So, und zwar, an dem 24. bin ich dann, nachmittags war es gewesen, so um 4 Uhr rum, ziemlich schnell müde geworden. Ne, habe mich praktisch hingelegt, hier so. Ja, aber irgendwann ist es dann unbequem geworden, ne, und mir ist schlecht geworden. Und ich habe das Handy davon schon hingelegt für einen Fall der Notruf, falls doch zu krass werden sollte. Aber da ist mir schlecht geworden in der Stellung und dann musste ich mich in irgendeine Stellung kommen, die bequem war. Na, also für mich die bequemste Stellung in dem Moment war, warte mal Eddie, was bist du hier drüben, war diese Hündchenstellung. Ne? Also hier so, so ungefähr. Na gut, jetzt bin ich nach dem Maya-Kalender ein weißer Hund. Ich weiß nicht, ob das da die Hündchenstellung da die bequemste ist. Bei anderen, mit anderen Tieren zusammenhängende Menschen andere Stellungen bequem sind, müssen wir mal rausfinden. Also bei mir war diese Hündchenstellung ziemlich bequem. Also es war das Einzige, was ich so ausgehalten habe. Und mir ist schlecht geworden, habe ich mich noch dran erinnert. Es war wie so kurz vorm Kotzen, aber in dieser Hündchenstellung ist es, ups, sorry, hat es halbwegs gepasst, ne, konnte ich es halbwegs aushalten.
Und dann ist was Interessantes passiert. Dann kam die Edina, ja, also das hier ist jetzt mal die Eddie, ne, und setzte sich genau hier hin, wo der jetzt ist. Ne? Hier hatte ich meine Hand, die kaputte, und jetzt legt die ihre Tatze nur ganz leicht auf diesen Finger, ne, der hier kaputt war. Mit Schnurren. Da habe ich gedacht, total krass. Ne? Das Schnurren, das hat sich übertragen auf den ganzen Körper. Irgendwie hat mein ganzer Körper dann geschnurrt und auf einmal habe ich einen übelsten Schweißausbruch gekriegt. Ne, mir ist so schlecht geworden, dass ich mich absolut nicht mehr bewegen konnte. Ne, ich musste wirklich in dieser Stellung verharren. Die Atmung ist total flach geworden. Ne? Also gerade so viel Luft, dass man nicht ohnmächtig wird, konnte man dann zu sich nehmen. Also wirklich aufs Minimalste runtergefahren, der Körper. Und dann hat es angefangen zu pulsieren. Und ich glaube, gemerkt zu haben, ne, wie dann von hier vorne der Hand über hier übers Herz irgendwie hier runter ging. Ne, also das war wirklich extrem interessant so zu beobachten. Ne. Ich war in so einer Schockstarre, kann ich sagen, dass ich in dem Moment gar kein, das wäre gar nicht gegangen, zum Handy zu gehen und da irgendwas zu wählen. Ne. Also mein Körper hat mich wirklich aufs Minimalste runtergefahren, ne, dass dieser Castor-Transport ohne Störungen einwandfrei ablaufen kann. Castor-Transport, ich habe im Kernkraftwerk gearbeitet, ne? Aber so ungefähr habe ich es mir vorgestellt. Da wird es ja auch so gemacht, dass alle Straßen rundherum abgesperrt wird, ne? Und niemand darf da irgendwie reinfuchsen, weil wenn was schief geht, dann ist alles im Arsch sozusagen. Oh. Naja, hier dann vielleicht schon, ne? Weil. Okay, aber dazu erstmal später. Ja. Das habe ich jedenfalls extrem interessant gefunden. Und ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Und kurz danach, ne, also die Eddie ist die ganze Zeit komplett ruhig geblieben. Ne? Die hat geschnurrt und. Kurz danach war der Spuk dann vorbei gewesen. Ne? Das hat ungefähr so gefühlte 2-3 Minuten gedauert, dieser Extremanfall, ne, mit Schweißausbruch. Da ist mir wirklich alles die Suppe runtergelaufen, nonstop. Und dann war der Spuk vorbei und ich habe eine total krasse, ich weiß nicht, ob es Melatonin gewesen ist, jedenfalls dieses Belohnungshormon, ne, ausgeschüttet bekommen. Bin komplett erschöpft, zusammengesackt, habe mich hergelegt und konnte richtig schön müde, friedlich einschlafen. Ne. Das war, und nach dem Aufwachen war die Hand natürlich komplett abgeschwollen gewesen, der Druck war weg. Und ja, das weiß ich nicht, vielleicht hat sich der Druck deswegen nur so aufgebaut, dass in der Epikrise hier genug Überdruck herrscht und es dann mit einem Mal, wupp, mit einem Ruck, durchzutransportieren zur Niere, da wo es dann aus dem Körper raus kann. Ich weiß es nicht. Ne, wäre mal interessant, da mal ein paar Ärzte dazu zu hören oder auch sonst Leute. Ich bin immer ein Fan von persönlichen Erfahrungsberichten. Ne, falls jemand so was Ähnliches erfahren hat, mal bitte auch ein Video dazu machen. Ne, das ist immer gut für andere Leute, die das Unterbewusstsein gut lesen können. Ich meine, jeder kann das Unterbewusstsein von dem anderen so halbwegs lesen. Ja, aber wenn jetzt irgendwas nur geschrieben steht als Erfahrungsbericht, da ist die Gefahr der Manipulation schon recht hoch. Aber ich denke, bei sowas hier, bei so einem Live-Video-Ding, ja, da kann man noch dann mehr als genug Punkte finden, wo was stimmig ist und wo was nicht stimmig ist. Ja, genauso wie bei mir, wenn jetzt jemand auf alle Fälle hier irgendwas gesehen hat, was mein Unterbewusstsein definitiv falsch rausgebracht hat, bitte mal melden. Aber ansonsten, ja, ist das der Erfahrungsbericht von meinem Biss der Katze Horst. Und es ging ohne Tetanusimpfung. Jetzt ein Jahr später habe ich eine Mitarbeiterin aus einem Tierheim kennengelernt und die hat mir von ein paar Fällen erzählt aus dem Tierheim, wo Mitarbeiterinnen gebissen worden sind. Und ausschließlich bei allen von 2-3 Fällen hat sie mir erzählt, haben eine Tetanusspritze bekommen und bei denen sind bleibende Schäden, also wie zum Beispiel ein steifer Finger oder ein Stück vom Fuß musste abgenommen werden oder so, das Sachen eben entstanden. Das möchte ich mal noch mit anmerken. Aber kommt immer darauf an, auf was man den Fokus richtet. Ich wollte vielleicht diese Infos sehen, habe nur diese Infos bekommen, vielleicht gibt es noch andere Infos. Die Mitte dabei zu finden, wäre jetzt mal von Vorteil. Ja. So. Und dass ihr mir es auch glaubt, das ist mein Arzt, das ist meine Adresse, falls es jemand wissen will. Aber hier steht es, was eigentlich, ne, vor 2 Tagen von einer Katze in die linke Hand gebissen wurden. Erstbehandlung durch Dotterdisse, Tetanusimpfung lehnt Patient ab. Und hier das Antibiotika geschrieben wurden.
Multiple Bisswunden, rechter Unterarm, Handrücken, Weichteilschwellung, rechte Hand, geringe Rötung. Ja, gut. Und das war dann mein Arzt, der mich dann in der Chirurgie jeden Tag beobachtet hat. Von jedem kam dann natürlich diese Story, was mit Leuten passiert, die das nicht machen würden. Tja, gut. Einen kleinen Haken gibt es leider an der Sache. Die Nachbarskatze damals, ne, die ich da vor dem Horst eigentlich gerettet habe, die hat mich im Nachhinein ausfindig gemacht und hat ihr Revier dort, wo sie war, verlassen. Es war auch ziemlich eng dort. Es war eine Familie, die vom Land in ein Stadthaus gezogen sind mit einem ganz kleinen Garten dran und da irgendwie einen Haufen Hühner drin und 3-4 Hunde. Es ist eigentlich klar, dass dort die Katzen nicht sein wollen. In die Wohnung dürfen sie nicht, so wie es aussieht. Und wir sind das seit 2 Jahren Freigänger sozusagen. Ja, und immer wenn Winter ist, dieses Jahr war es wieder genauso, am ersten Tag, wo es krasse Minusgrade gab, war die Katze da, die ich da gerettet habe, und hat mich mit großen Augen angemaust. Was willst du machen? Tja. Ja, das große Problem jetzt ist nämlich, das ist der Kollege, den ich damals vom Horst gerettet habe. Ne? Tja, toll. Und im Winter hast du nämlich kein Revier, oder jedenfalls keinen Unterschlupf. Ja. Und das suchst du immer, wenn Winter ist, jetzt schon der zweite Winter, im Winter hier dein Zuhause. Ne? Passt auf die Burg auf, aber durch dich kann der Eddie jetzt auch nochmal einfach so rein und raus. Ach, was machen wir nur mit dir? Tja, so ist es, wenn man Leute rettet. Naja, dann wünsche ich dir mal eine schöne Nacht. Und im Frühling geht es wieder raus, ja? Da braucht die Eddie das Revier hier wieder. Alles klar? Jo, du weißt Bescheid.